Sie haben schon gehört von Petra Pau und Thomas Flirl, dass wir uns den Begriff von Kitai von einer diasporistischen Kunst zum Motto, quasi zum Ausgangspunkt dieser Ausschreibung genommen haben. Und die Jury erhoffte sich eine Kunst im Widerspruch, im Widerstand, die Migration, Flucht und Exil thematisiert, suchte Künstlerinnen und Künstler, die in verschiedenen Gesellschaften zugleich leben und eine Kunst wagen, die politisch grundiert ist. Auf Olga Cicklina treffen all diese Kriterien im Wortsinn zu. Sie steht daher auch mit ihren Projekten in einer würdigen Nachfolge von Hans und Lea Grundig, die als Kommunisten in ihrer Kunstpraxis sich für die Entrechteten und Ausgegrenzten eingesetzt haben. Geboren im letzten Jahrzehnt der Sowjetunion in St. Petersburg, das damals noch Leningrad hieß, gehört Olga Cicklina zur postkommunistischen, gründlich desillusionierten Generation russischer Künstler. In einer Phase der relativen Stabilisierung nach dem Chaos der sich auflösenden Sowjetunion und der archaischen Privatisierungswelle von Staatsfirmen schloss sie 2005 ein Studium der semitischen Sprachen ab an dem St. Petersburger Institut für judaistischen Studien und 2007 ein weiteres Studium der Kunstgeschichte an der Repin-Akademie der Bildenden Künste, auch in St. Petersburg. Mit diesem Doppelstudium hat sie sich eine sichere theoretische Basis für ihre künstlerischen Praktiken geschaffen, die alle performativen Möglichkeiten von Konzept- und Aktionskunst verbinden mit Ausstellungen, Workshops, Publikationen, wie hier, ich werde es nachher nochmal zeigen, und Demonstrationen. Sie ist Video-, Performance-Künstlerin, Kunsthistorikerin, Kritikerin, Autorin, Herausgeberin und Kuratorin. Noch während ihres Studiums suchte sie die Öffentlichkeit und fand eine Gruppe gleichgesinnter Künstler, Karikaturisten, Zeichner, Schriftsteller, Musiker und Philosophen, mit denen sie ihre multimedialen, interdisziplinären Projekte entwickelte. Mit Kollegen, darunter der Menschenrechtler Andrei Jakimov, Grafik- und Spieledesignern und Zeichnern, hat sie die Idee und das Konzept von Russia, the Land of Opportunity, Migrant Labor Board Game entwickelt. Die Teilnehmer an diesem Brettspiel erleben auf Basis spielerischer, unterhaltsamer Art und Weise das harte Los von Arbeitsmigranten aus dem postsowjetischen Raum im heutigen Russland. Im Laufe des Spiels verstricken sie sich zwangsläufig, unaufhaltsam in das Labyrinth des undurchschaubaren Regelwerks der russischen Gesetze. Nichts haben die Künstlerin und ihre Mitstreiter erfunden. Das Spiel kann daher als ein Zeitdokument betrachtet werden. Die Spielfiguren, die Situationen, in die sie geraten, die Höhe der Geld- und Gefängnisstrafen sind ganz real. Jede Ähnlichkeit mit aktuellen Ereignissen, mit der Realität, ist also kein Zufall. Im Gegensatz zu den verwandten Ideen der Fluxuskunst, der Aktions- und Performance- und Happening-Kunst, wie wir sie hier im Westen kennen, durch eben Aktion, Partizipation und Performance, wo die Künstler ihr Publikum agitieren, tritt Olga Cicklina nicht als autoritative Künstlerin vor ihr Publikum, verteilt keine Handlungsanweisungen, sondern arbeitet mit den sogenannten Laien, den Arbeitsmigranten und Arbeitsmigrantinnen auf gleicher Augenhöhe, betrachtet sie als ihre Partner und Kollegen. Ein gutes Beispiel, und wir werden das gleich im Anschluss sehen, ist der Videofilm The Bronze Horseman. Wir sehen eine Brigade von Reinigungskräften, die als Arbeitsmigranten eben gekommen sind und nun etwas freudlos und ernst auf dem Platz hier um den ehernen Reiter in St. Petersburg den Abfall säubern. Plötzlich aus einer Laune heraus oder abgesprochen lassen sie ihre Besen fallen, brechen in schallendes, befreiendes Gelächter aus, fangen an zu tanzen und machen eben diesen Schauplatz ihrer demütigenden Arbeit zum Ort kollektiver Selbstvergewisserung und Lebensfreude. Seit 2014 hat Olga Cicklina und Igor Kravtschuk hier diese Zeitschrift herausgegeben. Sie sind Redakteure und Autorin. Sie sehen hier auch die Zeichnungen. Und diese Figur hier mit dem Turban ist Hodja Nasreddin. Ist der Name einer legendären Figur
aus dem türkisch-islamisch beeinflussten Raum vom Balkan bis nach Zentralasien. Er soll im 13., 14. Jahrhundert im südwestlichen Anatolien gelebt haben. Und auch in Sowjetzeiten war diese Figur durchaus präsent in Büchern, in Filmen. Und man kann ihn vergleichen mit Till Eugenspiel in Deutschland. Er verkörpert sozusagen die Mischung aus Volksweisheit und Schlauheit und ist nie um eine Antwort verlegen. In den Comics der Zeichnerin, die Sie hier sehen, Anna Tereshkina, tritt Nasreddin mit Turban auf, mit roten Hosen, als selbstbewusster, gewitzter und findenreicher Schelm, der eben seine Leidensgenossen mit klugen Ratschlägen aus dem Labyrinth, aus der Patsche hilft und immer schlagfertig mit der Polizei zum Beispiel umzugehen versteht. Und ich gebe Ihnen nur ein Beispiel, was Sie hier sehen. Polizei zu Nasreddin. Zahlen Sie 5.000 Rubel oder verbringen Sie die Nacht auf dem Polizeirevier? Daraufhin Nasreddin, was für ein preiswertes Zimmer. Ist das der Mietpreis für einen Monat? Olga Cidlina, die Arbeitsmigranten und ihr Team diskutieren in dieser Zeitschrift, inspiriert von dieser Kunstfigur, nach Möglichkeiten gewaltlosen zivilen Widerstands. Sie schreiben, wir brauchen viele Nasreddins in Russland heute. Dieser sich naiv stellende weiße Narr wird zur Symbolfigur des zerfallenen Sowjetreichs, dessen nichtrussischen Völker jetzt die Großrussen mit rassistischen Ressentiments entgegentreten. Sie fragen sich, kann das Lachen, das Nasreddin auslöst, zumindest teilweise vergessen lassen, was sie voneinander trennt? Können reiche und arme Polizisten und Akademiker über die gleichen Witze lachen? Und genau um dieses Problem geht es in der dritten Ausgabe dieser Zeitschrift, nämlich die Frage überhaupt, your work or your life, was haben wir denn eigentlich gemeinsam? Haben nicht Künstler und Migranten etwas gemeinsam? Sind sie nicht gar nicht immer auf unterschiedlichen Seiten, dass die einen eben entfremdete Arbeit leisten und die anderen kreativ und frei sind, sondern die Vorstellung eben ist es, dass man sich sozusagen ja auch nicht von der Kunst leben kann, man muss einen Job machen. Und diese Überlegungen sind in der Gruppe diskutiert worden. Das sind die Migranten, das sind die Künstler, das sind die Texter. Und man hat sich eben die Frage gestellt, ist die künstlerische Tätigkeit nicht genauso von Zeitplänen und Zwängen? Ist die Selbstausbeutung nicht die gleiche? Und wie können die Künstler nun da etwas machen, indem sie eben selber ihre Jobs machen müssen, um zu überleben? Da erleben sie etwas, sie können einen Einblick bekommen. Und das ist die große Stärke dieser Kunst. Sie kriegen Einblick in die realen Arbeitsverhältnisse. Und ich weise ganz kurz nur darauf hin, wenn wir hier schon bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung sind, dass es ja schon was schon mal gab, in der von der SED geplante Prinzip der Erziehung des Künstlers durch die Arbeiterklasse im Bitterfelder Weg. Und das hat sich aber eben umgekehrt, ja, nicht die Arbeiterklasse hat die Künstler erzogen, sondern die Künstler haben sich solidarisiert mit den Arbeitern in ihrem Widerstand gegen schlechte Arbeitsverhältnisse. Und das ist ja auch von Christa Wolf bemerkt worden. Und so ist eigentlich auch das Interessante an ihrer Kunst, an Olga Cidlina. Sie beobachtet neue Transformationen von physischer in kreativer Arbeit, neue Kunstformen weltweit, die unabhängig vom offiziellen Kunstsystem funktionieren, in dem das Kunstwerk nicht mehr danach bewertet wird, was es bedeutet, sondern was es kostet. Und das ist eben interessant, ich weise nur auf diese erste Industriebiennale in Jekaterinburg, wo das Thema Stoßarbeiter, Bestarbeiter aufgegriffen wurde, von Künstlern, Mitarbeitern zusammen, die hier von David Riff und Ekaterina Degott 2010 organisiert wurde, wo es auch einen sehr schönen Katalog dazu gibt. Jedenfalls, es geht um Witze. Und man hat einen Witzwettbewerb ausgerufen. Olga Cidlina und ihre Kollegen haben sozusagen the best jokes ausgerufen in St. Petersburg. Sie haben sich getroffen in Cafés. Sie haben die Leute, die die besten Witze erfunden haben, im Sinne von Nasreddin, dann ausgezeichnet. Und wir werden das gleich auch sehen. Es gibt dann einen wunderbaren, eine mobile Diskothek, die dann am Ende dieser ganzen Aktion, unterstützt von der Manifesta 10, im letzten Jahr 2014 dann losgezogen ist mit einer Diskothek auf dem Dach eines PKW.
mit dem Motto, wenn Humor die einzige Waffe ist, mit Nasreddin auf einem Flugzeug reitend, nicht auf dem Esel, sondern auf einem Flugzeug. Und sie sind zum Markt der Migranten in der Nähe des Nevsky-Prospekts gezogen und haben dann mit diesen lateinamerikanischen, kaukasischen Rhythmen, wie hier heute Abend, spontan und improvisiert die Leute zu einem Fest verführt, wo getanzt, gelacht, passiert wurde. Und das ist eben eine ganz politische Aktion, nämlich die fliegenden Händler auf diesem Markt werden von den russischen Massenmedien als eine gesichtslose und kriminelle Masse gezeichnet, bekommen jetzt ein fröhliches Gesicht, ein heiteres Gesicht, wirken sympathisch und gewinnend. Und so finde ich, um zum Schluss zu kommen, noch ein Hinweis, auch diesen Film werden wir vielleicht sehen, Requiem für eine kreative Klasse. Das ist ein wunderbarer Abgesang eben auf die Eitelkeiten oder auf die sogenannte kreative Klasse, die hier von ihr gefilmt wird in einem, die wird im Russischen übrigens Kreakel genannt, im russischen Slang, und sie wird also hier gezeigt in Person eines Philosophen, der Sergei Kusmischew, der sitzt in einem Sarg, in einem schwarzen Sarg, den sie übrigens auch ausgestellt hat auf ihrer Ausstellung Tales of Two Cities im Wiener Jüdischen Museum. Und er streicht das Cybercello. Und am Ufer begleitet diese Fahrt auf dem Schiff am Ufer sozusagen des finnischen Meerbusens, an der Mündung der Neva, also den finnischen Meerbusen, begleitet ein Philosoph, Dmitri Kolinko, mit einem sehr sarkastischen, kulturkritischen Text diese Szene. Und das zeigt eben auch ihre Einstellung zu dieser Hochkultur, zeigt ihr Engagement. Und ich erwähne nur noch als letztes, nächste Woche am 2. Dezember wird es in der Kampnagelfabrik in Hamburg eine Asyloper geben, Translation. Und die wird dort uraufgeführt. Und da sind auch wieder Asylbewerber und Bewerberinnen zusammen mit Opernsängerinnen und Sängern auf der Bühne. Und sie werden die Asylanträge von Flüchtlingen aus Arien singen. Und das ist auch ganz wirklich der Würde und der Oper angemessen. Denn diese Antragstexte sind für die Flüchtlinge von einer solchen existenziellen Bedeutung für ihr Leben, dass sie ihnen nichts den großen Texten, den großen Tragödien, Illusionen und Hoffnungen nachstehen, die sich in den Opernlibrettos der europäischen Musikliteratur niedergeschlagen haben. Und ich glaube, ich spreche, und ich bin sicher, ich spreche im Namen der Jury, wenn ich abschließend resümiere, dass Olga Schidlina sich eben nicht als Großkünstlerin inszeniert, um den Kunstmarkt zu beeindrucken. Sie nimmt sich selbst zurück, arbeitet grundsätzlich im Kollektiv mit Kollegen und Migranten, ist Ideengeberin, Gestalterin und Produzentin in einer Person. Ihr Sinn für Humor, ihre befreiende Botschaft, mit der sie den öffentlichen Raum zurückerobert für das Lachen, Tanzen und die angstfreie Kommunikation aller Städtebewohner, ihre Beobachtungsgabe, ihr analytischer Scharfsinn, ihre Empathie holen diejenigen ins Kunstgeschehen zurück, die ans angeblich nicht kreative, nicht intellektuelle aus dem Kunstbetrieb ausgeschlossen sind. Man kann sagen, dass Olga Schidlinas Arbeit weltweit beachtet wird, in Finnland, Schweden, Polen, Holland, Österreich, Italien, aber in Deutschland noch viel zu wenig bekannt ist. Und wir hoffen alle, dass dieser Preis das ändert, dass sie auch in Deutschland ihr Publikum findet und fasziniert. Vielen Dank. Thank you very much for this speech. There is very little to say for me left. I hope you can understand English.
I'll try to be short because it's, I know everyone is already exhausted from listening long speeches. I will actually read a poem that was really kindly translated by John Thomas Eltringham, and it was written for the occasion of Manifesta Feedback. And Manifesta is, for those who may not know it, it's a big European Biennale of contemporary art, which happened in St. Petersburg, where I live, last summer. And the director of it, Hedvig Feyen, invited artists and organizers and other participants to give some feedback. So that was my feedback. In St. Petersburg, art walks the streets without pants. Partially because it doesn't have the money, partially because of its penchant for excitement and exhibitionism. It's not at all about looking sexy. It would look much more attractive in clothes, but it walks around town without pants, tousled in a bit of a stumbling gait. It slips through a once-in-a-lifetime meeting with an important curator, and randomly burns its only coat on the eternal fire. It pays for taxis with poems and jumps from the bridges out of love. To befriend it, you too must expose your vulnerability. You must be reckless. You must drone your iPhone and forget important meetings. No, no, such art no longer exists. It's a thing of the 90s. Petersburg's art has had an iPhone and iPad for some time, with an organizer and Google calendar, curator, project, exhibition, all a snap. No, no, in St. Petersburg, art walks the street without pants. It sleeps on soccer fields and steals food and wine from chain stores. It can still knock time out of balance, dance with it in the kitchen, and make time to forget itself. No, 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 no one walks around town without pants anymore. It's gone out of fashion. Petersburg's art is a normal European art. It knows how to behave, it's well-educated, and can participate as an equal in an international dialogue. It doesn't matter soon, it won't matter at all, whether your art walks around without pants, whether it has an iPhone, and education won't help. The border is closing, the international projects are canceled. No, 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 that doesn't matter either. The only thing that matters is whether the friend remained with whom you it walked around without pants, with whom it laid on the ground, with whom it was art together, who does not mourn it lost of iPhone its or forgotten meeting, who remembered it place where you can tickle time such that it will start to dance to another tune. A spectre is haunting St. Petersburg. In St. Petersburg, art walks around without pants. And yeah, basically, I wanted to read this poem now because the crucial thing in mostly all of the works I have done and kind of its basis is usually friendship, love, or excitement about each other. And almost all the works which will be shown tonight and almost all the works that I have done were done in collaboration. And so I would just like, maybe it would be a little bit boring, but it will be short. I will name my co-authors. You will see just after I finish a brand new video that we've just finished with Colombian artist and filmmaker Alejandro Ramirez. It's called Benjamin Choir, and we just made it in Gdansk this fall. And we worked together on a bunch of other projects. We went together to Tajikistan and made a project called Looking for Anne. It's also about Hajja Nasreddin. Another video that will be shown here called Mobile Discotheque. It's a collaboration with a Basque artist called Jon Irigoyen, and who works a lot with moving carnivalesque topics and objects. And yeah, it was
already mentioned the name of Anna Tereshkina, the graphic artist with whom we worked during 2014 on the project Hajan Sridin joke contest. And other participants of this project are Katya Sitnik, a photographer based from St. Petersburg, and video artist Igor Shmonin and Dmitry Model, and also a human rights defender Andrei Yakimov, with whom we made the game on labor migration. And another video that maybe will be shown, maybe not, I'm not sure, I don't remember, is David Tereganyan. It's my co-author from this project, from a video called Operation, and also he gave us his beautiful drawings for that we used for the game. And I would also like to thank and mention translators that I work with for a long time, Thomas Campbell and Emmy Peters, who had helped us with translations for many times, without any reward. Sometimes we had an opportunity to pay them, but a lot of times they really did it just to support us. And my Canadian cousins, Victor and Katya Zhitin, were also a great help for that. And I have to say that it's actually a very big honor that to receive a prize which has the name of anti-fascist artist, and I guess for all the people whom I named. And for a long time, for at least several years, I was thinking of my goal as an artist or as a cultural actor as shifting public opinion and we had some hopes that we could maybe alter the situation a little bit by making art, making publication, making some public actions. And humor is our only weapon, that was the motto of Hajan Sridin joke contest. And I have to say that these hopes maybe have partially evaporated also last year with the break of Ukrainian war, and there was quite a big feeling of helplessness and quite huge disappointment. But some of these hopes that we could maybe, or at least some understanding that we have to continue doing something, is also still present. In any case, I guess that nowadays, with a given global situation, there are new, really great challenges put before artists, and maybe even this new ideological borderline is shifting quite fundamentally. And I think maybe now it's not even about East and West, or maybe not even about who is for immigration or who's against immigration, but maybe it's rather about some really fundamental questions about life, death, and natural resources. And I guess that the geopolitical events of the last months maybe demonstrate that the reply to biopolitics is an acro-strategy. And the ideology of selective humanism and selective life value is opposed now by the ideology which praises seductiveness of death and afterlife reward. And this conflict is hardly solvable with missiles, because it's hard to intimidate someone who's not afraid of death or who actually wants death by bombing. And on the other hand, it's almost impossible to escape from biocontrol. And maybe art as something which has a potential to transgress an individual life and its duration could be a means of addressing this new, really huge global challenges. And I guess it's a really, really huge challenge which is put before artists who live at the moment, doesn't really matter where.
And maybe this video that we want to show now, which is called Benjamin Choir, speaks somehow to these situations and these ideas. And yeah, it's really new one. It was just shown in the city of Gdańsk, where actually in the neighborhood called Novy Port, in front of which the first battles of Second World War II started. And also Gdańsk is, as you know, really famous for solidarity movements. So two really important changing points for European history and for maybe for global history have happened into this place. Me and my co-author Alejandro Ramirez, we were thinking there about the text of Walter Benjamin called "The Matter on Matter of History," and we made a collaboration with a professional baroque cello player, Anna Jankowska. So there are some of musician colleagues, so I'm really worried about their opinion and what do they, how they feel about the sound, and non-professional singers who sing some parts from this Benjamin's text. Yeah, so maybe we can put it on. Szczęście, które mogły budzić w nas zawiść, istnieje tylko w powietrzu, które oddychaliśmy wśród ludzi, do których moglibyśmy mówić między kobietami, które oddać.
wyobrażeniu szczęścia niezbywanie spółbrzmi wyobrażenie zbawienia. Podobnie jest z wyobrażeniem przeszłości, które historia czyni własną sprawą. Was good.
Я стою, где ты, где родак прежде был.